Dieses Blockademanöver im südchinesischen Meer hat den Streit um die Kontrolle in dem Seegebiet zwischen den Philippinen und China erneut angefacht. Das Video der philippinischen Küstenwache aus dem Mai soll zeigen, wie Boote der chinesischen Küstenwache einen Krankentransport verhindern. Nach Angaben der Philippinen sollte ein erkrankter Soldat von einem Vorposten auf dem Second Thomas Shoal geborgen werden. Vertreter der Philippinen bezeichneten das Verhalten als barbarisch und unmenschlich. Das Seegebiet war im vergangenen Jahr wiederholt Schauplatz von Konfrontationen zwischen den Philippinen und China. Peking beansprucht fast das gesamte südchinesische Meer, durch das jährlich ein Handelsvolumen von mehr als 3 Billionen US-Dollar fließt und die dortigen Bodenschätze für sich. China hat hunderte von Schiffen der Küstenwache bis zu 1000 Kilometer vor seinem Festland stationiert, um das Gebiet zu überwachen. Seit Jahren kommt es deshalb immer wieder zu Konflikten mit anderen Anrainerstaaten wie Vietnam, Indonesien oder den Philippinen.